Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, Therapreta-Produkte und Themen zur Begrünung der Erde. Ich bin Marco Heckel. Heute geht es um den Lavendelreiniger, um den EMICO-Lavendelreiniger, also ein richtiges EM-Thema. Die EMICO ist eine, ja, die größte EM-Firma in Deutschland, die das EM direkt von Professor Higa noch in Lizenz herstellt, EM1 und eben andere Produkte. Und die haben schon seit langer, langer Zeit, das war der erste Reiniger, den es mit EM gab, der schon seit 20 Jahren verkauft wird, 15 Jahren verkauft wird, der EMICO Lavendelreiniger. Und der, ja, ist, was ja vielleicht bekannt ist oder noch nicht bekannt ist, EM, auch das ganz normale EM, zum Beispiel unser Triaterra Aktiv, ist ein wunderbarer Reiniger. Denn was machen die Mikroorganismen? Die Mikroorganismen, wenn sie was fressen wollen, die haben ja kein Maul. Die können nicht Haps machen und dann das runterfressen, sondern sie müssen die Nahrungsbestandteile, die sie fressen wollen, chemisch zerlegen. Mit Enzymen, Zucker, Kohlenhydrate, Eiweiße, gibt es entsprechende Enzyme, die die Mikroorganismen abgeben an ihre Umgebung. Und die zerhacken dann die organischen Substanzen in kleine Teilchen, bringen die in Lösung. Jetzt lösen die sich in Wasser, können aufgenommen werden durch die Zellwand bzw. Bakterienwand. Und dann können die sie nutzen für ihren eigenen Stoffwechsel. Also das ist dann der Verdauungsprozess der Mikroorganismen. Aber der findet außerhalb typischerweise der Bakterien statt. Wir geben Stoffe nach außen ab, lösen die organische Substanz auf und nehmen sie dann auf. Das heißt, Mikroorganismen tun genau das Gleiche wie Putzmittel. Denn auch Putzmittel haben den Sinn, organische Reststoffe zu lösen, in Lösung zu bringen und damit wegputzbar zu machen. Fliegendreck, Fett, ja, da ist zum Beispiel Zucker, ne, was auch immer. Alles, was an organischen, das sind ja überwiegend organische Stoffe, von denen wir sprechen dann auch bald Putzmittel, dass die, und selbst wenn es Reifenabrieb ist, auch da ist es der Kautschuk, ne, die organische Substanz, die da wirkt. Und das heißt, es ist nicht überraschend, dass EM, oder es ist vielleicht überraschend, aber EM ist ein gutes Putzmittel. Dazu ist es noch wie ein Essigreiniger. Also zusätzlich zu dieser Mikroorganismen-Enzymwirkung ist es eben, hat es eben auch eine ganze Menge Säure drin, Milchsäure, Essigsäure, Propionsäure, verschiedene organische Säuren, und auch die tragen zum als Lösungsmittel bei, sogar ein bisschen als Kalklöser, als Fettlöser und so weiter. Und das macht schon das ganz normale EM. So, dann stand also die Anwendung von EM als Putzmittel relativ nah am Anfang, gerade bei Glas zum Beispiel, Glasflächen, glatte Kachelflächen und so. EM 1 zu 100 verdünnt, Sprühflasche, also ein Esslöffel auf eine halb Liter, ein Liter, kleiner Esslöffel auf eine halb Liter Flasche, großer Esslöffel auf eine 10 Liter, eine 1 Liter Sprühflasche. Fenster einsprühen, paar Minuten warten, dann abputzen. Sie kriegen da Fliegendreck weg, den haben Sie seit 10 Jahren nicht weggekriegt. Auto, ne, Autokennzeichen, Autoscheiben und so weiter. Glatte Oberflächen, Kacheln, alles das kann man wunderbar mit EM putzen. Aber man kann diese Reinigungswirkung von EM eben noch steigern. Eine ganz einfache Variante ist es, einen normalen Reiniger zu nehmen und den mit EM zu kombinieren. Das steigert die Wirkung eines ganz normalen Reinigers enorm. Plus es hat diese Wirkung, dass es EM ja auch die schlechte Gerüche vermeidet. Erstmal selber schlechte Gerüche bindet, wenn man es einfach so versprüht, dann bindet es schon schlechte Gerüche. Aber auch wenn man EM regelmäßig als Putzmittel anwendet bzw. versprüht, dann bildet sich auf allen Oberflächen, Schränken, dem Boden, den Ritzen, findet sich jetzt eine positive milchsaure Mikrobiologie, keine Fäulnis mehr, die jetzt Ammoniak oder Schwefelwasserstoff produziert, sondern eine positive milchsaure Mikrobiologie. Und dadurch können wir zum Beispiel alte Schultoiletten, stinkende Herrenumkleideräume, Katzenklos kriegen wir oder Schuhschränke kriegen wir geruchsfrei, indem wir da zum Beispiel mit EM arbeiten. Weil die Mikroorganismen, die diesen Geruch produzieren, verdrängt werden durch positive Milchsäurebakterien und so weiter. So, das sind also die
die guten Wirkung, die EM da hat. Und dann kann man das aber, eben haben wir schnell, haben die EM-Firmen dann nacheinander festgestellt, Mensch, man kann das ja noch als Putzmittel noch ein bisschen steigern. Zum Beispiel, indem man da Alkohol reinmacht. Alkohol erhöht, ist auch ein Lösungsmittel, löst noch ein paar Sachen mehr und dementsprechend macht man also in den vollbiologischen Allzweckreiniger hier, macht man noch ein bisschen Alkohol rein. Man macht Essig rein. Auch wiederum Essig, die Säure, ein bisschen kalklösend oder kalklösend und wiederum auch diese Lösewirkung verstärken. Also macht man noch Essig rein. Und damit es gut riecht, weil EM riecht ja im Wesentlichen wie Sauerkrautsaft, damit man noch einen gewissen Geruch dabei hat, der vielleicht angenehm und vertraut ist, in dem Falle Lavendelöl mit dabei. Und das ist auch der günstigste Reiniger, den wir neben dem normalen EM für 3 Euro haben, für 7,90 Euro der Emico Lavendelreiniger. Der ist auch mit Melasse hergestellt, der ist auch dunkel in der Farbe. Also jetzt auf Holzoberflächen würde ich den nicht immer verwenden, weil wenn man das 100 Mal macht, dann kann das Holz ein bisschen verdunkeln. Da nimmt man dann lieber einen hellen Reiniger, beziehungsweise das Triaterra Honig, das Helligem. Aber für alle normalen Oberflächen ist der wunderbar geeignet und funktioniert da als Reiniger. Noch Tipp dazu, der entspricht auch dem sogenannten EM5. EM5. Und EM5 ist, ein bisschen näher ranhalten, dass ihr da mal ein bisschen sehen könnt. Vielleicht mal das Videobild anhalten und durchlesen, wenn sie wollen, was da so drin ist. So. Das ist also der Lavendelreiniger. Auch für die, haben sie auch noch eine italienische Angabe drauf. Zack. Und die Idee bei der Produktion dieses Reinigers am Anfang war sogar noch eine andere, weil es gibt im EM-Anwendungsbereich auch ein sogenanntes EM5 gegen Schädlinge, vor allem gegen Insektenschädlinge, aber auch gegen Pilzerkrankungen und so weiter, was noch etwas besser gegen Insektenschädlinge und Pilzerkrankungen wirkt und dergleichen Pflanzenkrankheiten als das normale EM. EM kann man wunderbar im Garten sprühen und das hilft, wenn man es sehr regelmäßig sprüht, auch gegen eine ganze Menge Pflanzenkrankheiten. Aber man kann das noch verstärken, die Wirkung, indem man zum Beispiel gegen Insekten Essig, Alkohol und Lavendelöl dazu macht. Alles Sachen, die Insekten nicht mögen. Alkohol nicht, Essig nicht. Also es gibt Anwendungsbeispiele, dass man nur Alkohol sprüht, nur Essig sprüht, nur Lavendelöl sprüht. Alles Sachen, die Insekten nicht mögen. Bestimmte Insekten, vor allem die Schadinsekten, Läuse und so. Das heißt, wenn man das alles kombiniert, dann ist die Wirkung gegen Insekten im Garten auch... Es ist ja nichts drin, was hier irgendwie giftig ist. Man könnte das, man darf es nicht, ist nicht als Lebensmittel verkauft, man soll es nicht trinken. Aber es ist nichts drin, was irgendwie giftig ist. Wenn das mal aus Versehen getrunken wird, ist das also kein Problem. Es schmeckt nur richtig, richtig nach Lavendel und unangenehm. Also es schmeckt nicht. Und man soll es nicht trinken, weil das ja auch nicht unbedingt Nahrungsmittelalkohol drin ist, der hier drin ist. Aber es ist prinzipiell nichts Giftiges drin. Das heißt, das ist kein Problem, das auch einfach zu sprühen auf die Pflanzen im Garten, wenn die ein spezielles Insektenproblem haben, vielleicht schon zur Prophylaxe, das ist natürlich immer am besten, dass der Kohlweißling da vielleicht gar nicht erst den Geschmack findet da dran, wenn der gerade fliegen möchte an dem Tag, oder gegen die Läuse eben, wenn die denn schon da sind, vielleicht mal 1:10 sprühen, gucken, ob das schon reicht, und wir mussten manchmal sogar noch ein bisschen härter rangehen, 1:5, 1:3, wenn dann die Pflanze so schwarz war, dass es die Frage ist, bringen wir die Läuse um oder bringen wir die Pflanze um, dann haben wir manchmal sogar so hoch angegangen. Aber dann waren tatsächlich die Läuse sogar tot, weil die diese Konzentration an EM bzw. Essig und Alkohol nicht ausgehalten haben. Also das als Hinweis, dass unser günstigster Reiniger, der Emico Lavendelreiniger, 7,90 Euro kostet der aktuell und ist sowohl ein sehr guter Reiniger, wie auch als EM5, als spezielles Spritzmittel von EM, ist eine denkbare Anwendung. Ja, das ein Kurzvideo diesmal, weil ich wahrscheinlich aus Brasilien nicht so in der Lage bin, so lange und so viele Videos hochzuladen. Und ich bin ja noch bis zum Anfang März in Brasilien, werde mich von da vielleicht auch mal versuchen zu melden. Ansonsten heißt es vielen Dank
fürs Zuhören und bis nächste Woche.